Und an dieser Stelle hallo und herzlich willkommen bei The Forest. Und ich hatte jetzt gerade irgendwie schon den halben Herzkasper bekommen. Denn, Moment, jetzt habe ich mir irgendwie den Ton etwas zu leise geschaltet. Denn plötzlich waren irgendwie so Speicherstände da. Man konnte wohl mehrere auswählen. Und das hat mich dann doch ein klein wenig verunsichert gehabt. Ich hatte dann schon fast befürchtet, oh Gott, nicht, dass da eine Änderung war und mein Speicherstand ist weg, aber glücklicherweise ist ja alles beim Alten und alles ist gut. Ja, bedauerlicherweise gab es auf meine Umfrage keine Reaktion, das heißt, ich hätte eigentlich auch gleich an dem einen Tag weiter aufnehmen können. Das ist ein bisschen schade. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, was machen wir? Und ich habe mir das jetzt so überlegt, dass wir das hier jetzt tatsächlich noch ein bisschen befestigen mit so Verteidigungspalisaden und blub. Und war hier nicht mal direkt ein Stein vorm Haus? Die haben doch schon wieder das Terrain geändert, oder? Ja, die haben schon wieder das Terrain geändert. Das war definitiv das letzte Mal noch nicht drin. Haben die irgendwie einen Schaden oder sowas in der Art? Also ich verstehe das nicht. Was soll denn der Scheiß ständig? So kann man doch kein vernünftiges Let's Play machen, verdammte Axt. Naja gut, im Moment ist es glücklicherweise nicht so schlimm. Das heißt, wir werden uns damit abfinden. Wir ziehen jetzt hier direkt neben dem Haus so einen fetten Verteidigungswall hoch. Und ja, genau. Das machen wir erstmal. Wenn wir das gemacht haben, werden wir weiter erkunden und wir werden uns noch eine andere Position suchen, wo wir ein anderes Häuschen bauen. Ich möchte hier noch ein bisschen mehr sehen und erkunden, aber erstmal so zur Sicherheit hätte ich ganz gerne hier eine sichere Behausung. Jetzt schauen wir doch mal. Na? Ist das eigentlich genug so oder muss man das weitermachen? Ich mache das sicherheitshalber mal weiter. Das sieht mir doch gut aus. Naja, gut sieht das nicht aus, aber ich meine besser als nichts, ne? Moment, wir könnten das eigentlich nochmal abreißen. Gehe ich nochmal schnell rein in B. Vielleicht schaffen wir das, dass wir das so hinstellen, dass es zumindest nicht so schräg steht. Das ist ja alles nicht so einfach, ne? Ja, das wäre dann so in etwa. Nee, das funktioniert auch nicht. Das gibt's doch nicht. Was soll der Scheiß hier? Nein, Mann. Ich möchte das nicht. Ich möchte das so nicht. So möchte ich das schon eher. Damit könnte ich leben. Ja, das sieht besser aus. Gut, dann mal gleich ein paar Bäume fällen. Ich werde jetzt mal nicht so weit weggehen, denn ich habe da jetzt irgendwie keine Böcke. Und wir werden heute auch nur eine kleine Runde machen, denn ich habe gerade aktuell nicht so viel Zeit. Das heißt, dann bleibt die etwas kürzer. Und wäre halt eine Rückmeldung gekommen, hätte ich schon früher aufnehmen können. Nur ich dachte mir heute dann, ja, dann wartest du halt einfach mal bis zum aktuellen Tag. Vielleicht kommt doch noch was. Kam leider nicht. Mensch, Leute, ihr habt mich enttäuscht. Ich bin am Weinen. Hört ihr es? Hört ihr es, wie enttäuscht ich bin? Ich hoffe, ihr hört das. So ist das. Schrecklich. So. Machen wir den hier noch weg. Wann haben wir eigentlich so einen schicken Wagen, mit dem wir die ganzen Baumstämme ziehen könnten? Habe ich das schon eingebaut oder noch nicht? Bin ich mir gerade noch unsicher. Jo, der fällt natürlich auch in die beste Gegend. Überhaupt nicht weit weg. Super nah. Nein. Das wird wieder ein bisschen dauern. Eigentlich wollte ich das meiste offscreen machen, aber ich habe jetzt gedacht, so zumindest den Anfang und so, wie das da mal aussehen soll, das machen wir zusammen. Und ich werde dann später wohl nochmal offscreen tatsächlich ein bisschen weiter bauen. Sollte ja niemanden stören. Vermute ich jetzt einfach mal. Gut. Dann haben wir schon mal das erste Stückchen angefangen und sogar fertig gebaut jetzt. Ich meine, gut aussehen tut es immer noch nicht. Ich muss mal ganz schnell noch den Monitor einstellen. Ah, schon viel besser. So. Dann hauen wir direkt daneben. Jetzt wird das wohl vernünftig aussehen, bitte. Genau, so passt das. Da hauen wir das nächste hin. Und ich habe doch irgendwelches Rascheln und Rauschen gehört. Und mein Typ sagt mir gerade, dass er auch noch Hunger hat. Oh, wir haben sogar noch was. Wir haben noch einen Lizard. Dann würde ich doch gerade sagen, wir machen erstmal ein Feuerchen. Schaufeln uns dann da was Leckeres rein. Na? Genau. So, rein ins Inventar. Nehmen.
draufhauen, warten und kochen lassen und dort hinten Tiger doch schon wieder. Nee, das ist. Das war jetzt nur ein Reh. Gut. Währenddessen das jetzt köchelt vor sich hin, haue ich hier noch ein, zwei Bäume um. Ist, glaube ich, gar nicht mal so blöd. Shit, jetzt habe ich so einen kleinen Nachwuchsbaum gekillt. Kleinen Zögling. Das muss ja nicht sein. Das muss ja nicht sein. Verdammte Axt. Oh. Diesmal passt das sogar vom Wortsinn her. So. Wollen wir noch einen umhauen? Wir hauen noch einen um. Weil ich gerade so fett in der Laune bin. Das wird ja alles wieder besser, wenn wir dann gegessen haben. Kriegen wir wieder mehr Ausdauer und alles. Das heißt, dann nutzen wir jetzt hier gleich mal alles. Und starten dann später sozusagen richtig fresh. War das da hinten so ein Typ oder nur ein Hase? War ein Hase, ne? Genau, das ist ein Hase. Alles gut. Aber diese verdammten Typen, die machen mich auch echt völlig paranoid. Ich bin ja froh, dass der Rest hier noch steht, so wie es sollte. Na? Wo ist denn denn mein geliebtes E? Sag mir, dass ich dich essen darf. Oh. Das war ein Vogel. Ein Vogel, der mitten ins Feuer geflogen ist. Und dabei verbrannt ist. Tja. Das Leben ist risikoreich. Jetzt dachte ich, ich habe schon wieder irgendwelche verdammten Kannibalen gesehen, aber liegt wahrscheinlich nur daran, dass ich total übermüdet bin. Ich habe die letzte Nacht sowas von nicht geschlafen. Wir kippen uns mal schnell ein Soda rein. Das war echt unglaublich. Ich war gestern noch beim Inder essen und ich habe da so ein... Ja, was habe ich denn da eigentlich gegessen? Was war das eigentlich? Ja, sowas wie eingelegter, selbstgemachter Käse. Also schmeckt dir richtig gut und so. Oh, da haben wir sogar den Wagen. Den werde ich dann gleich nutzen. Und keine Ahnung, ich nach dem Essen, ich habe einfach nur noch geölt wie sonst was. Das war richtig schlimm. Und ja, weil ich dann einfach so am Schwitzen war, war mir so heiß und dann konnte ich nicht schlafen. Und ja, deshalb bin ich jetzt etwas konfus in der Birne. Noch mehr als sonst, ja, das geht. Und ich würde glatt sagen, wir schlafen erstmal eine Runde. Wir bauen da am nächsten Tag weiter. Und Z wie Zzzz. Wunderschön, es ist ein neuer Tag und wir werden bald den neuen Tag beginnen mit einem tollen Ausblick auf eine Palisadenmauer. Wenn das mal nicht toll ist. Da fühlt man sich dann gleich wie ein... Da war doch schon wieder was. Nee, das ist alles... Das sind nur diese verdammten Rehe. Diese Rehe machen mich noch fertig. Hi Jungs, wie geht's euch? Was macht ihr so? Was geht? Ist das was zu essen? Nee, das ist ein Stock, den nehmen wir aber gleich mit. Ach, hier sind ganz viele Stöcke, das heißt, ich könnte eigentlich nochmal gucken, ob ich vielleicht noch eine Hasenfalle bauen könnte. Wäre ja super, wenn wir zukünftig schneller an was zu essen kommen. Aber irgendwie gehen mir die ja ständig nicht in die Falle. Das finde ich ein bisschen frustrierend. Aber was willst du tun? Was willst du tun? Kannst nichts tun. Muss darauf hoffen, dass der Hase ein bisschen dämlich ist. Sind sie ja selten. So. Dann können wir, glaube ich, noch so zwei Stück holen. Ja, mittlerweile müsste ich echt wissen, wie viele man da ablegen kann. Halt. Nimm das doch. Was hat er denn heute? Heute ist er, glaube ich, ein bisschen launisch. Wo ist mein Wägelchen? Ey, Mann. Ach, da ist es. Da ist es. Genau, dann passt das. Und weiter im Takt. Dann können wir gleich Palisade Nummer 3 anfangen zu bauen. Wir haben jetzt genügend Sachen dabei. Kriegen wir vielleicht... Nee, fertig werden wir es nicht kriegen, aber wir werden ein paar Sachen... Das müsste schaffen. Ja, zwei Stück werden wir dann wohl aufstellen können von dem anderen. Drei Stück sogar. Sehr schön, dann ist es schon halb fertig. Oh, das sieht doch okay aus. Ich meine, könnte besser aussehen, aber das ist okay. Wollen wir uns mal nicht beschweren? Dann bauen wir jetzt hier noch den hier vor. Das sieht gut aus. Zack, zack. Und nochmal zack.
glaube, um das Teil jetzt hier fertig zu kriegen, müssen wir noch nicht mal, ne? Müssen wir noch nicht mal einen weiteren Baum abholzen. Das läuft doch gerade richtig gut. Doch erstaunlicherweise, und das verstehe ich noch nicht so ganz, The Forest war bei mir am Anfang etwas, das unglaublich gut lief, also recht gute Einschaltquoten sozusagen. Und jetzt ist es recht lame geworden und ich weiß noch nicht, woran das liegt. Ich bin mit The Forest auch noch nicht so warm geworden, wie, verdammt, jetzt geht doch mal weg, ihr blöden Steine. Ich bin mit The Forest also noch nicht so warm geworden, wie ich zum Beispiel mit The Long Dark bin. Das ist ein bisschen komisch. Vielleicht stimmt die Chemie zwischen mir und The Forest noch nicht. Und dann wird vielleicht der Kommentarstil dann doch noch irgendwann besser, wenn die Chemie stimmt und kommt. Oder so. Also das habe ich mir jetzt mal so zusammengereimt, aber ich denke, das klingt doch irgendwie logisch. Gut, nachdem hier so viele Stöcke rumliegen und so viele Hasen rumkriechen, werde ich hier doch nochmal irgendwo eine Hasenfalle bauen. Oh. Das esse ich gerne. So, da bin ich wieder zurück. Und es ist ein bisschen sehr komisch, aber irgendwie passiert es ständig, dass immer wenn ich für Forest aufnehme, ich irgendwie mal unterbrochen werde, mal kurz weg muss und dann ich einen Schnitt machen muss. Ist gerade wieder der Fall. Tut mir auch leid, aber da kann ich im Moment nichts dafür tun. Ist eben so. Lief so. Höhere Gewalt. Aber ich bin wieder da und wir können weitermachen. Wir haben jetzt schön weiter tolle Dinge gesammelt. Oder haben wir das? Naja, wir haben zumindest einen Snack gesammelt gerade eben und vielleicht findet sich hier noch irgendwas. Denn wenn ich mich richtig erinnere, dann lag hier relativ viel rum. Und das scheint wohl so diese Absturzschneise von diesem Flugzeug gewesen zu sein. Und dementsprechend kann man hier ein paar tolle Sachen absahen. Aktuell scheint es aber irgendwie nicht so der Fall zu sein, oder? Die Stöcke haben wir mittlerweile auch mehr als genug. Das heißt, wir müssen auch noch eine Falle bauen. Werden wir gleich tun. Wir hauen allerdings erst noch mal ein paar Bäume um. Und beladen dann unseren schönen Schiebewagen. Mit denen. War da noch was? Ja, da war noch mal Geld. Snack wäre mir allerdings deutlich lieber gewesen. Denn wir haben gar nichts mehr zu essen und das könnte etwas problematisch werden demnächst. Na? Wir müssten also eigentlich losziehen wieder. Und uns entweder jetzt erstmal von Pilzen ernähren, sprich davon eine Menge sammeln. Oder Alternative müssten wir jetzt auf Jagd gehen und die Falle müsste halt erfolgreich sein. Na, wir werden einfach mal so zwischenzeitlich ein bisschen Pilz essen. Das hält uns bei Kräften. Das tut uns gut. Und dann wird das doch aus. Okidoki, da liegt dann auch noch ein Baum. Und ich glaube, dann sind wir jetzt auch voll mit unserem Wägelchen. Noch nicht ganz. Wäre noch Platz für einen einzigen Baumstamm? Liegt hier noch irgendwo einer? Nicht wirklich. Dann werden wir hier noch was abholzen. Da liegt doch noch mal was. Ach, ein Ball. Ein Ball brauche ich jetzt nicht. Das ist mir echt mal ganz egal, der Ball. Thirsty bin ich also auch. Das heißt, ich habe Durst. Wir sollten also gucken, ob in unserer tollen Schildkröten, na, Schildkrötenschale ist das ja nicht. Ihr wisst ja, was ich meine. Im Schildkrötenpanzer noch ein bisschen was auf uns wartet. Wäre natürlich schön. Wäre überaus schön. Denn ich möchte jetzt ungern verdursten. So, das haben wir jetzt auch mal schnell auf den Boden. Und dann gucken wir nochmal fix da drüben. Ja, da sind wieder Pilze. Die ziehen wir uns auch gleich nochmal rein. Und dann, was war da ein Typ? Nee, war nur so ein Baumstamm. So, dann drehen wir mal ganz elegant um. Schaffen unser tolles Holz zurück. Mann. Also manchmal stelle ich mich tatsächlich an wie der letzte Mensch auf diesem Planeten. Ich hoffe, dass ich mich, sollte ich jemals in eine echte Überlebenssituation komme, mich deutlich besser anstelle, weil so wie im Moment, das ist ja die Krise. So, wir sollten uns auch langsam mal Gedanken machen, wo wir dann den Eingang hinbauen. Und wieso steht der Baum hier eigentlich noch? Wollte ich den nicht abholzen? Oder will ich den hier lassen, weil das so schön aussieht? Ich glaube, ich werde ihn hier lassen, weil das so schön aussieht. Kommt doch mal her, meine geliebten Baumstämme. Einer noch. Ja gut, dann bauen wir das im Endeffekt hier so vor und dann da so hinter. Aber wie gesagt, einen Großteil werde ich dann später tatsächlich offscreen machen, denn ich will euch das nicht antun. Ihr müsst nicht jeden Scheiß hier mitsehen, sozusagen.
Wir drehen das nochmal ein bisschen. Ja, so ist das gut. So gefällt mir das. So gefällt mir das doch sehr gut. So, das werden wir noch schnell machen. Na? Und wenn ich mich jetzt richtig entsinne, dann liegen dort hinten bestimmt noch zwei so Baumstämme. Moment, wir werden aber erstmal einen Schluck trinken. Okay, hat funktioniert. Sehr gut. Auch wenn es jetzt erst nicht voll angezeigt war. Alles ein bisschen merkwürdig manchmal. Aber naja, das ist halt The Forest. Sudele. Was war das denn? Was hat das Reh denn hier gemacht? Schnappen wir uns hier einen Baumstamm und dann gucken wir mal. Vielleicht liegt hier tatsächlich noch irgendwo einer. Ich denke schon, dass irgendwo noch einer runtergerollt ist. Bestimmt. Sonst wäre ich echt nur wegen einem einzigen Baumstamm wiedergekommen. Das wäre doof. Ich bin wegen nur einem einzigen Baumstamm wiedergekommen. Das ist wirklich richtig doof. Mann! So Mist aber auch. Vielleicht liegt hier noch irgendwo was rum. Sieht aber nicht danach aus. Aber es ist relativ praktisch. Hier ist so richtig schön dichter Wald. Natürlich, da liegt noch einer. Super. Und in die super tolle Falle, in die noch kein Eingeborener gelaufen ist. Moment, die Blauen waren die Guten, ne? Dann werde ich mich natürlich nochmal an denen vergreifen. Und dann sieht es doch eigentlich schon wieder besser aus. Dann könnten wir hier noch so ein bisschen Zeug aufsammeln. Da ist ja nochmal was. Das war das, womit man dann die Medizin machen kann, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich denke, das tue ich. Sammeln wir das hier auch noch ein und das ebenfalls und dann zurück. Und dann würde ich sagen, wir sollten uns vielleicht doch mal wieder ein bisschen umsehen. Oh, das sieht ja doch ein bisschen windschief aus, oder? Naja. Ob der Baumeister wäre nicht sonderlich stolz auf uns. Aber wir können ja froh sein, dass Bob der Baumeister hier nicht das Sagen hat. Sondern wir. Dann schauen wir jetzt nochmal schnell zu unseren schönen Beeten. Können wir da was anpflanzen? Nee. Was kann ich denn mit diesem Scheiß eigentlich hier machen? Wieso baue ich die da hin, wenn die eigentlich nicht funktionieren und du da nichts einsacken kannst? Ist doch doof. Ist doch wirklich super doof. Na gut, gehen wir mal nach vorne. Gucken mal, was die Hasenfalle macht. Vielleicht war die erfolgreicher als unsere Kannibalenfalle. Wäre natürlich schon der Oberhammer. Wo haben wir die denn hingebaut? Irgendwo da unten, oder? Genau, da haben wir unseren Effigy hingestellt. Könnten wir mal wieder anzünden? Geht nicht? Doch, natürlich. Ja, sehr gut. Haben wir das auch erledigt? Oh! Oh! In der Kaninchenfalle könnte ein Kaninchen sein. Nee. Hä? Wie das jetzt? Jetzt muss ich mal reingucken. Habe ich hier irgendwo ein Kaninchen hängen? Nö. Was soll die Scheiße hier? Wieso baue ich hier eine Kaninchenfalle hin und diese blöden Viecher latschen mir hier nie rein? Gleiches mit dieser super tollen Kannibalenfalle. Ist doch alles Scheiße hier. So, wie komme ich denn hier in ein Kaninchen? Oh, Eingeborene. Neun. Neun. Mit euch möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Ihr seid nicht cool, ey. Bleibt weg. Bleibt weg, sonst haben wir Beef. So. Jetzt, wo die Bescheid wissen, sollten wir uns hier nochmal umsehen. Weil irgendwo. Ich glaube, jetzt haben die uns schon gesehen, ne? Bitch, please, geh weg. Geht doch alle mal weg hier. Lasst mich doch mal in Frieden leben. Verdammte Dreckskannibalen. Gut, wir müssen uns jetzt hier also wie gesagt umsehen. Wir müssen rauskriegen, wo sich die Kaninchen eigentlich befinden. Und dann werden wir, weil wir super clever sind, auf deren Weg irgendwo eine Falle hinpflanzen. Nur jetzt natürlich, wo du wissen wollen würdest, wo diese Viecher sind, sind keine zu sehen. Ach, das ist ja wieder mal richtig geiler Scheiß. Dafür liegt hier Zeug rum und was zu essen. Das wiederum finde ich dann schon gut. Wo sind jetzt die blöden Kaninchen hin? Hallo?
Hallo, Kaninchen? Kaninchen? Ich habe Karotten für euch. Kaninchen? Kaninchen? Hier waren doch vorhin noch ewig viele Kaninchen und Rehe und alles. Und wo sind die jetzt plötzlich hin? Die wollen mich doch mobben. Die Schweine wollen mich mobben. Das kann es echt nicht sein. Dann esse ich halt eben noch ein bisschen von den Bären, ihr Arschlöcher. Ich hätte gerne jetzt so ein richtig tolles Stück Kaninchen. Hätte ich wieder was für den Notfall, falls ich mal nicht raus kann aus dem Camp, weil die ständig draußen lauern, die Eingeborenen. Und dann zeigt ihr Schweine euch nicht. Mensch. Gibt's doch nicht. Muss ich noch was essen oder nee, mir geht's im Moment gut. Dann sollte ich die vielleicht hier schön wachsen lassen. Und nicht antatschen. Ja, aber wo sind denn die? Kann da jetzt nicht angehen. Hier waren doch vorhin noch echt ultra viele Kaninchen. Das war gerade ein Vogel, der irgendwie so mitten reingeschossen ist in so einen Busch. Nützt mir also erstmal gar nichts. Hey, das gibt's nicht. Muss ich also irgendwie auf gut Glück fallen, irgendwo hinpflanzen, in der großen Hoffnung, dass irgendwann die Kaninchen schon rauskommen und dann reinlatschen? Also in dem Fall checke ich doch nochmal unsere andere Falle. Da heißt es aber aktuell, sie ist noch immer nicht ausgelöst worden. Das heißt, das ist auch kein Kaninchen. Ey, sag mal, auch die Rehe sind weg. Hier ist alles ausgestorben. Kann das sein, dass wenn irgendwie die Eingeborenen hier in der Nähe sind, automatisch das ganze Getier flüchtet? Also falls das jemand weiß, dann schreibt mir das mal ganz gerne in die Kommentare. Das wäre tatsächlich eine sehr, sehr sinnvolle Information, die ich gut gebrauchen könnte. Shit, Mann, ey. Da willst du jagen gehen und nix ist da. Die verstecken sich alle, die Schweine. Das kann es ja jetzt auch nicht sein. Also hier in der näheren Umgebung befindet sich kein einziges Getier mehr. Abgesehen von Vögeln und die brauchen wir nicht. Ja, tolle Wurst. Und nun? Doch, ein Reh. Noch ein Reh. Ich könnte das... Klingt mir alles ein bisschen unheimlich gerade. Und da war auch noch so ein Typ. Ja. Ich gehe dann mal. Will jetzt nicht auf Konfrontationskurs mit den Heinis gehen. Das muss nun wirklich nicht sein. Dann gucken wir. Dann bauen wir einfach mal da hinten irgendwo was hin. Es kann ja nicht so schwer sein, oder? Kann man die Dinge eigentlich auch abbauen und woanders hinbauen? Das wäre natürlich die Frage. Also wenn ich mich noch richtig erinnere, dann waren hier hinten relativ viele Hasen immer. Dann baue ich da jetzt einfach mal so zwei Fallen hin. Gehen wir mal rein. Gucken wir nach. Furniture ist das nicht. Das hier ist sowas. Ja, dann gehen wir halt einfach mal alles durch. Wird schon irgendwo dabei sein. Genau. Animal Trap. Dann würde ich sagen, bauen wir da eine hin. Und dann würde ich noch sagen, bauen wir noch eine irgendwie hier hin. Nee, der ist doch hier gerade, hier ist gerade ein Kaninchen durchgeschossen. Bauen wir da hin. Okay, jetzt müssen wir wieder den ganzen Waldboden abklappern und Stöcke suchen. Und das ist ja immer dann bekanntlich genau dann, wenn du plötzlich keine Stöcke mehr findest. Oder relativ wenige im Vergleich zu sonst. Ich sollte mir vielleicht jedoch dann auch noch bei unseren tollen Beeten direkt vielleicht nebendran so Sticky Holder mal hinbauen. Dann hätte ich zumindest für so einen Fall eigentlich immer wieder ein kleines Backup, sodass es nicht ganz so schlimm ist. Und man dann, wenn man plötzlich so viel bauen möchte, nicht so viel auf einmal suchen muss. Sondern schon einfach mal so ein kleines Lager hat, das wäre es natürlich. Das ist jetzt ein Stein? Nur ein Stein. Steine brauche ich bitte nicht. Ich brauche sowas hier. Ich brauche Stickies. Sticky, Sticky, Sticky.
Ah, liegen ganz viele. Das muss ich mir gleich merken. Das muss ich mir gleich merken. Dann gehen wir dort nämlich gleich hin zurück. Und dann wird das ja wohl was werden. Und dort vorne war eben der Hase, ne? Hier ist er durchgedackelt. Du Schande, brauche ich noch viele. So. Stiggy. Wo sind denn noch mehr Stiggy? Stiggy, Stigginsons. Hier waren noch ganz viele, genau. Da war noch einer. Hier war doch auch so ein Nest. Hier war doch auch irgendwo so ein Nest. Genau. Und noch einer. Da leuchtet's auch. Zack. Zack, zack. Oh ja, ganz viele. Da habe ich wohl irgendwann mal ein paar Büsche klein gehauen. Oder alternativ, beim Holzfällen kommt es jetzt dazu, dass du dann auch irgendwie Stickies gewinnen kannst. Könnte natürlich auch sein. Nee. Und wir sind schon wieder voll. Essen noch einen Pilz. Laufen zurück. Und dann müssen wir uns wieder merken, wir gehen wieder dorthin zurück, denn das sind noch viel, 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 viel mehr Stöcke. Ja, einer. Ne? Einer. Wegen dem wollte ich jetzt nicht extra losdackeln, also haben wir hier noch was. So. Dann weiter. Dann bauen wir die nächste Falle nämlich jetzt auch noch gleich fertig. Zack. Noch ein Sticky. Noch mehr Sticky-Stickensens. Da noch einer. Da. Da. Und Geld. Kann ich auf dieser Insel definitiv gut gebrauchen. Ich werde zu den Eingeborenen hingehen und mal gucken, ob ich da eine Stripperin auftun kann. Wäre natürlich was. Dann stecke ich ihr mein Geld ins Höschen. Und eventuell dann auch noch was anderes. Aber eigentlich sehen die ziemlich creepy aus. Mit denen möchte ich eigentlich nicht näher den Verkehr haben. Müsste eigentlich wirklich nicht sein. Ich glaube, die essen dich danach. Die sind da wahrscheinlich echt so wie schwarze Witwen und werden dich dann danach irgendwie aufschlitzen und vernaschen. Aber nicht jetzt im positiven Vernaschen-Sinne, sondern in diesem creepigen, eingeborenen Kannibalen-Sinne. Guti. Na? Es läuft doch. Also, ich glaube, ich kann mich da aktuell jetzt wenig beklagen. Plötzlich findest du überall Stiggies. Das ist schon geiler Scheiß. Es wird allerdings auch schon wieder Nacht. Ich glaube, am nächsten Morgen werden wir wieder die große Problematik haben mit, ey Mann, was isst du? Und dann werden wir wieder losdackeln dürfen und wieder die halbe Pampa hier sozusagen in unseren Mund stecken müssen. So, einer noch, komm. Einer noch, direkt hier in der Nähe irgendwo. Da, da, da ist einer. Der Finale. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir zwei solche tollen Fallen und dann gucken wir mal, was der nächste Morgen bringen wird. Ich hoffe, dass da irgend so ein Viech mal reingeht. Gut. Dann, liebe Freunde der Sonne, ich würde sagen, wir sind mittlerweile schon recht weit. Ich glaube, wir sind jetzt bei 28 Minuten oder sowas. Also es hat wieder länger gedauert als gedacht. Aus diesem Grund verabschiede ich mich dann jetzt von euch. Ich wünsche euch was und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.